Wo ist mein Hund? Den hattest du eingepackt, oder nicht? Weil du gesagt hast... Achso, ja. Böser Hund! Raus aus meinem Ending-Screenshot. Ja. Ach, stimmt! Ja, so war das. Aber hier ist der Hund. Achso, ja. Gute Zeiten. Okay. Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chorkeeper mit Zambay und Maudado. Hallo. Hallo. Der Chor wird sowas von gekeept heute. Oh ja. Geh mir raus. Öffnen wir den Kreis. Was machen wir jetzt? Oh ja, den können... Ich glaube, ich hatte die Mitte noch gar nicht angeredet. Ich weiß gar nicht, ob wir die Wand schon öffnen können. Ich hatte nur eingesetzt. Okay. Wir müssen noch Zugschienen bauen, damit wir da hoch die auch die Strecke bauen können, okay? Zugstrecke. Ich mach gerade noch das Feld. Wir bauen Zugschienen. Ihr könnt schon mal Zugschienen bauen. Zugschienen? Schienenzug. Ich brauche doch nicht mein Eisen. Wir brauchen die. Braucht das Eisen oder Zinn? Braucht noch irgendjemand das Eisen? Ich habe gedacht, alle haben ihr Eisenzeug gekauft. Also ich habe mein Eisenzeug, also ich habe ein Schwert und eine Spitzhacke und so, das reicht mir. Ich brauche keine Equipment. Guten Tag, der Herr. Oh, wo haben Sie denn diesen Helm? Wo hast du den Helm her? Ich habe das Spiel entwickelt. Oh, ja, das ist schön. Hey, hast du offline gespielt oder hast du den noch hier gefunden? Ich hab den gerade gecraftet. Ah, okay. Dieser Hut ist das Markenzeichen eines jeden bewundernswerten Abenteurers und seines hinreißenden Charismas. Hat keine Stats. Warum soll ich mir sowas craften? Warum? Ja, vor allem gibt es, glaube ich, gar kein Transmog-System, ne? Wie in Terraria. Ich will Zug fahren, bitte. Ja, eben. Ja, dann steig doch auf die Schienen. Wo sind die? Ja, wir haben nur welche oben. Kann man die nicht craften? Doch, kann man hier. Aus Kupfer. Die baut man aus Kupfer. Hä? Das ist aber neu. Ich glaube, damals haben wir Zinn gebraucht. Es gibt Transmog. Gibt's Transmog? Wo? In der Kommode einfach in den Slot ziehen. Okay. Statt drauf zu klicken zum Ausblenden, kannst du einfach ein Kleidungsstück reinziehen. Wow, es gibt Transmog. Perfekt. Jetzt bist du nicht mehr edgy, jetzt bist du cool. Ja, jetzt kann ich meinen Z-Bonus haben und trotzdem Zylinder aufhaben. Ja. Bestes Spiel ever. Ich höre ein ganz leichtes Echo bei dir, Maudado. Aber nur ganz. Was? Okay, ihr müsst wissen, Maudado ist vor der Aufnahme in einen Kessel voller Kaffee gefallen. Ich will einfach raus. Ich will endlich raus aus diesem Kreis, in dem wir gefangen sind. Wir kommen hier nicht raus. Wir werden Freiheit. Wir werden keine Freiheit kriegen. Wie? Wir werden keine Freiheit kriegen? Spoiler. Wow, du bist so pessimistisch. Oder realistisch. Wir haben die drei Bosse besiegt. Dann haben wir den Händler-Statue da aufgestellt. Ja. Jetzt müsste ich noch mit dem Chor reden. Einen Moment, ich rede mit dem Chor. Ja, red doch. Was sagt doch, der Chor? Trau dich. Ihr habt uns erweckt. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, red mehr. Ah, ich muss öfter klicken. Noch nie sahen wir ein Lebewesen wie euch. Wir sind aber mehr als ein Lebewesen. Einst gab es hier eine blühende Zivilisation. Doch nun scheint sie seit langem verloren. Wow. Schade. Ja. Wir müssen seit Äonen geruht haben. Wir fragen uns. Die sind leider sehr langsam im Reden. Was fragt ihr euch? Oh mein Gott, Cliffhanger! Muss ich hier schon Cut setzen? Nee, doch nicht. Wir müssen euch um etwas ersuchen. Ja, was denn? Findet die uralten Titanen, die noch immer durch die Lande jenseits der großen Mauer ziehen. Zerstört sie und verleibt euch ihre Seelen ein. Mit ihrer Macht können wir wiederherstellen, was einst war. Daraus ist ein Soul Eater. Ja. Ist das nicht ein Anime oder sowas? Ja. Okay. Im Gegenzug soll es euch möglich sein, dahin zurückzukehren, von wo ihr kamt. Oh, wir können doch aus Maudado vielleicht. Endlich. Mit der Macht, die ihr nun von uns erhaltet, wird sich euch die große Mauer öffnen, sofern ihr eure Hand daran legt. Mach ich. Oh, ich leuchte. Wenn ihr nicht geleuchtet habt, dann seid ihr nicht auserwählt. Klingeln gehört? Ja. Klingelt da wer? Das war der Wecker für die große Mauer. Die fällt. Klingelingeling, die Mauer fällt. Können wir ein Bett und alles mitnehmen, dass wir einen Spawnpunkt machen können an der Mauer? Weil letztes Mal war es richtig nervig, die ganze Zeit zu pendeln. Du könntest ja Schienen bauen, Mach ich ja schon. Ich muss neue auch mehr bauen. Aber man fährt trotzdem lange Schiene, wenn ich das hier gerade richtig betrachte. Aber dann brauchen wir ja ewig, um zurückzukommen. Also das Pendeln ist ja immer ein Problem, ne? Aber ich meine nur, wenn wir da hochgehen und sterben, dass wir da spawnen. Achso, falls du stirbst. Ja. Durchaus ein guter Einwand. Dankeschön. Manchmal habe ich gute Ideen. Oh, eine Kochmütze. Cool. Ich hab ein Grottling-Bett. Können wir das auch benutzen oder gehen die nicht, Zombie? Ich glaube, die gehen nicht. Nee, habe ich schon mal probiert. Die gehen nicht. Okay. Schade. Aber wie, was? Warte. Oh. Wie, was ist das? Oh mein Gott. Er hat die Lavazuka.
Braucht man nur ein Bett und dann kann man einen Spawnpunkt setzen oder braucht man mehr? Ich glaube nur das Bett. Okay, wollen wir noch ein paar Kisten mitnehmen? Dann können wir da uns da auch ein Lager machen, wo wir Sachen aussortieren können. Das ist ja ein großes Problem von uns. Könnten wir. Sind die Kisten? Sollen wir die süßen Kisten können wir mitnehmen. Ja, dann nehmen wir die cuten Kisten mit. Wollen wir einfach nach oben oder unten, wo wir schon die Mauer entdeckt oben haben? Oben habe ich schon bis die Autobahn ausgebaut. Ja, dann würde ich nach oben gehen. Ja, da ist auch die Schiene schon fast fertig. Es fehlt nur noch ein bisschen. Oh, Essen nehme ich, glaube ich, noch fett mit. Es sollte noch ein bisschen was im Kochtopf sein. Und ansonsten eventuell in der Kiste. Oh, das ist zu viel. Zu viel Rennen. Oh mein Gott, du kochst ja richtig viel. Ja, ich gebe mein Bestes. Das ist ja beeindruckend, Klaus. Danke. Ihr habt übrigens eure beiden Karts mitten auf der Strecke stehen. Ist das Absicht? Nein, das ist nicht mein Kart, was da steht. Okay. Das ist sicherlich meins. Du hast gerade mein Kart geklaut, Klaus. Eins ist noch in der Truhe. Ich habe 3 oder 4 in die Truhe getan. Ich habe einen Eisenschlüssel. Haben wir eine Eisenkiste? Nee. Aber die finden wir bestimmt da im nächsten Gebiet. Bestimmt. Aber wir können ja eh alle Schlüssel machen. Auch Eisen? Ich glaube ja. Da war mehr als Kupfer auf jeden Fall drin. Ah, hier ist die Wand. Soll ich auf euch warten oder die schon öffnen? Ne, warte mal. Okay. Hä, warum haben wir einen Schleimzauberstab und keiner sagt was? Ich habe den nicht gefunden. Der war beim Boss. Den habe ich gefunden und nicht durchgelesen. Okay, Klaus, ich verstehe. Was macht er denn? Als wäre das was Neues. Also, ich weiß nicht, warum du noch schockiert bist, Zombie. Verwandelt der Gegner in Schleim oder was? Nee, ist einfach eine Fernkampfwaffe. Achso, ja, die hatte ich kurz. Die habe ich dann ausgetauscht durch den Feuerstab. Klaus behält einfach alles für sich. Hä, ich habe damit sogar rumgeschossen. Ich glaube, Maudano hat das sogar kommentiert einmal. Was habe ich gesagt? Wow, irgendwie so. Da stand ich in der Basis bei den Kisten oder so. Aber es stimmt, dass ich es nicht erwähnt habe, nichtsdestotrotz. Also es ist ein valider Kritikpunkt, an dem ich arbeiten muss. Sehr schön. Ich glaube, ich bin schneller als das Minecart mittlerweile. Du bist schneller als das Minecart mittlerweile? Wie viel Movespeed hast du denn? Mein Schleim gibt mir 30% halt. Ah, okay. Nee, Maudano ist ein bisschen schneller. Aber irgendwann. Aber ich level laufen und ihr nicht, wenn ihr da faul mit eurer U-Bahn fahrt. Deswegen laufe ich gerade die ganze Zeit auf der Stelle. Ich rette dich! Warum? Ich hab da extra Wände hingemacht, dass das nicht passiert beim Schienenfahren. Ich hab sie getötet. Töten! Okay, Achtung Leute, hier kommt gleich die Wand. Die Wand! Da ist er. Mach was, Klaus. Die Wand! Die Hand! Wow! Zombie macht sie kaputt. Ich hab gar nichts gedrückt. Ja, ich hab gar nichts gedrückt. Oh, wir haben keinen Boden mitgenommen, oder? Ich hab keinen Boden, nee. Okay, gehen wir kurz. Ich hab auch keine Werkbank. Ich hab 3 Holz, aber. Aber hier können wir Holz abbauen. Perfekt. Wir müssen nicht zurück. Ich bin drüben. Okay. Bist du bei der Wüste? Bin zu schlecht. Das ist ein neues Biom. Das kennen wir noch nicht. Das kennen wir noch nicht. Ich bin zu schwach. Aber ich auch. Irgendwo muss ein Gegner sein. Bestes Item im Spiel. Wo ist er? Ja. Ich glaube, die Wüste ist 2 Gebiete nach dem, was wir kennen. Ich glaube, zwischen der Wüste und dem, was wir kennen, kommt noch eins. Wenn das linear ist, ne? Also, das weiß ich natürlich nicht. Hier ist Erz. Lass uns da rein. Hier, ne? Ja, aber wie? Bomben! Hat wer Bomben dabei? Ich hab Bomben dabei. Oh, versuch mal. Ja. Zünd die Bombe an! Und? Es funktioniert halb. Die haben Schaden bekommen. Oh. Wir brauchen 2 Bomben. Ja. Nein, okay. Sie heilen zu schnell. Okay, warte. Check das aus. Wie viele Bomben hast du? Stirbst du, Zombie? Ah, ja. Oh, komm. Hast du nochmal? Ja. Weg. Oh. Oh, normal. Ja, ich bin Bomberman. Bom. Hat geklappt? Es hat geklappt. Hast du den Inventarplatz? Ich nicht. Oh ja, hab ich. Ich wollte. Galaxit-Erz, das ist blau. 2 Stück haben wir. Wir sind reich. Galaxit-Erz, ja. Oder Galaxit. Nee, Galaxit. Das ist, kommt vom Brexit. Hol's hier. Ich hab's. Wir können uns jetzt jeder ein Galaxit-Schwert machen. Aus einem Erz. Ja. Das ist nur so der Stumpen. Okay, ich gehe zu Zombie, bevor er stirbt. Hi. Rechts. Hast du hier gegen was gekämpft? Oh, die Wüste des Anbeginns. Sollen wir den töten oder tötet er uns? Ich habe einen von denen jetzt getötet. Okay. Jo, wie viele Dinger wirft der? Tschö. Mach nur 200 Schaden. Jo. Wie viel HP haben die so ungefähr? 7000? 1500 oder so. Okay. Jetzt wirft er 3. Jo, er wirft immer 3. Oh. Ich dachte, es waren nur 2. Okay, ich hab dich gerecht. Jawohl, töst du so viele, bis du den Dolch hast. Der hat einen grünen Dolch, braucht den. Okay. Du brauchst den. Ist bestimmt OP. Haben gewonnen. Ja, du hast gesagt, du brauchst den, also kriegst du ihn zuerst. Du hast dein Anrecht angemeldet. Nein, ich bin Fernkämpfer. Achso. Nein! Und wir brauchen nur die Fernkampfwaffen, die du erwähnen solltest. Aber der wirft die Dolche ja. Well played. man kann die Sachen.
Ich habe einen Skarabäus-Flügelpanzer. Da habe ich vom Boden mit der Schaufel weggemacht. Diese rote Dinger da auf dem Boden. Oh, da ist Gold. Das kann ich abbauen. Ich kann das Golderz nicht abbauen, weil die in der kaputten, in der starken Wand sind. Ja, aber für Gold müssen wir jetzt keine Bomben verschwenden. Nö, auf keinen Fall. Ich glaube auch nicht für das Galaxiederz, ehrlich gesagt. Wie sollen wir denn Bomben verschwenden, wenn wir letzte Folge fast alle unsere Bomben verkauft haben? Wie, ihr Bomben verkauft? Nicht. Ja, so 30, 40 Stück. Die geben viel... Im Geld gegeben. Ja. Ja, sollen wir dann noch in den Süden einfach bauen? So, wo war der Eingang ins nächste Gebiet? Der links einfach war auch noch rechts. Ein anderes Gebiet. Oh, okay. Was war denn rechts höher? Rechts waren nur Gegner. Ist links grünes Gebiet? Nee, aber da war wieder Dreckwand. Wenn man da durch, also da kann man durchgraben, was auch immer da kommt. Warum sind alle so... Achso, du hast es schneller essen gegessen. Okay, deswegen bist du so schnell. Gibt's denn... So. Und dann hat mir Boden gefehlt. Guck, da ist Dreckwand, da können wir durchbauen. Okay, jetzt hast du ja Boden. Okay, ist vorbei. Ich kann noch nach links bauen. Ah, da ist wieder Dreck. Ah, aber ich glaube, die stehen einfach nur random. Ah, hier ist die Wildernis, hier ist die Wildernis. Ja, guck. AC aus Wildnis. Wir sind drin. Sollen wir hier unser Lager direkt aufbauen? Ja. Warte, ich gucke erst, ob ich... Man kann die Wände auch abbauen, okay. Dann stelle ich hier die vier Kisten hin. Da ist Erz. Erz. Ich sammle schon mal Knowledge über den Rand. Ihr macht schon mal die Wildernis fertig. So, dann tue ich mal hier den ganzen Müll rein. Hast du ein Bett dabei? Ich habe gedacht, du hast es gecraftet. Ja, für mich? Können wir alle da rein? Wir können... Ja, wir können doch da... Oder? Kann man... Können, das ist nicht mein Bett. Oh mein Gott, als ob du mir kein Bett gecraftet hast. Ich dachte, wir craften... Ich kann... Oh, Klaus, kümmerst du dich ums Bett, dass wir da alle einen Spawnpunkt haben? Ich glaube, das wurde so nicht gesagt. Ist okay. Wenn ich sterbe, bringe ich eins mit. Ich dachte, da kommt jetzt ein anderer Nebensatz. Hier war ein Käfer und der hat so einen Wüstengegner geboxt und der Wüstengegner hat eine verhüllte Klinge gedroppt, die ich jetzt in die Offhand nehmen kann und 9% mehr Crit kriege. Oh, okay. Geil. Aber die hat sonst keine Stats, also nicht noch extra ultra viel Damage oder so. Nee, ist keine Waffe. Okay. Aber echt nur einfach zum Anlegen, dass ich jetzt eine 9% höhere Crit-Chance habe. Das ist cool. Ja, ich kritte jetzt die ganze Zeit, cool. Gut, dass du die gefunden hast. Hätte ich die gefunden, hätte ich euch das nicht mitgeteilt. Ja, Maudado fragt jeden Fall genug nochmal, was ich gefunden habe. Nö, du hast es gefunden mit Crit. Ist geil. Hier hört sie ja zu. Ich mach auch alle Crit-Accessoires. Immer rein. Crit ist geil. Das ist der Slogan. Crit ist geil. Ja, ist es ja. Ist es so. Es ist wirklich so. Wenn die Zahl auch... Das, weißt du, wenn die Zahl gelb ist, eben, ist mein Leben eben. Gut. Noch eine andere Farbe. Ja, ich baue einfach ein bisschen von dem roten Erz ab und dann mache ich mir die bessere Spitzhacke draus. Genau. Obwohl, wir müssen wahrscheinlich erstmal Tisch, dann müssen wir Amboss, das heißt, wir brauchen bestimmt irgendwie so 40. Und das Erz dauert bestimmt ewig, bis das eingeschmolzen ist. Ich habe eine Muskete gerade gefunden. Ja, das ist, glaube ich, eine Range Weapon, oder? Aber ich finde sie nicht in meinem Inventar. Da scheint gerade ein neuer Gegenstand. Oder was? Oder kriege ich auch also die Kommentare von anderen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Merkwürdig. Ich sehe es nicht in meinem Inventar. Ich guck mal nach. Ich habe auch keine im Inventar. Und das war's heute mit Corekeeper. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.